Hallo Elektronikfans, ich habe heute ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar, ich habe heute aus Zufall verschiedene Zähler gefunden, wollte ich dir mal zeigen. Die bestehen aus sehr viel Mechanik, zwei Magnetspulen, dessen Spannung ich noch herausfinden muss, und haben innen drinnen auch einen Schalter, der auf einen bestimmten Wert umschalten soll. Wenn ich zum Beispiel auf der linken Seite den Magneten runterziehe, zählt er rückwärts. Ah, das muss man jetzt ein bisschen spielen. Die Mechanik ist schon ein bisschen. Ja, die hängt ein bisschen. Ja, da zählt er rückwärts und hier zählt er vorwärts. Muss man das Ganze halt genau anschauen. Wahrscheinlich geht das, wenn es elektrisch ist, ein bisschen einfacher, weil der Anker, wenn er hier rübergezogen wird, hier kann man es sehen, irgendwie bisschen besser erwischt wird. Genau. Sieht man es. Und da zählt er dann aufwärts. Der andere Zähler, der auf der gleichen Art und Weise gebaut ist, aber für drei Stellen, der geht schon etwas besser. Der ist leichtgängiger. Wenn er gerade nicht irgendwo hängt. Ja, das ist immer so. Immer wenn man was macht, hängt irgendwo was. Wie gesagt, ich muss schauen, welche Spannung diese Spulen haben. Weil die treiben eigentlich das ganze Konzept hier an. Und der Zähler dreht entweder rückwärts oder vorwärts. Und ab einer bestimmten Stelle sollte sich hier der Schalter öffnen. Welche Nummer das jetzt gerade ist, ich nehme stark an, dass es bei 0 sein wird. Dann wird der Schalter wahrscheinlich dann öffnen und den Rest der Zeit immer wieder geschlossen sein. Für was diese Zähler verwendet worden sind, weiß ich allerdings nicht, weil das sind ziemlich große Zähler. Schauen stark nach 50er Jahre aus, zumindest von den Spulen her. Leider sind die ein bisschen mit Rost befallen, deshalb geht es ein bisschen schwergängiger, die werde ich wahrscheinlich etwas entrosten müssten. Aber es ist eine interessant, sind interessante Teile. Etwas aktueller, und da habe ich mich schon ein bisschen herumgespielt, damit ich die krummen Werte wegbekomme. Das sind auch Zähler, die können allerdings nur vorwärts zählen. Ich habe bis 25 Hertz reintakten können. Da haben sie noch sehr zuverlässig gezählt. Alles, was drüber war, da haben sie schon gestreikt, da wollten sie nicht mehr. Normales Antippen, 1-Sekunden-Takt hat auch funktioniert. Diese drei Dinger. Also die sind eigentlich Relais, die genau nach demselben Prinzip arbeiten wie die großen Zähler da oben. Nur dass sie nur vorwärts zählen können und mit 12 Volt laufen. Diese Zähler, die zumindest, sind früher in Spielautomaten verbaut gewesen oder in Betriebsstundenzähler, beziehungsweise als Sekundenzähler oder andere Sachen. Aber nebenbei, weil ich hier diese Platine habe, ihr könnt euch doch erinnern, im Polen-Überraschungspaket habe ich doch vier von diesen Platinen drinnen gehabt. Und speziell ist es eigentlich um den besagten IC hier rechts gegangen. Und zwar den SAP 3045D. Datenblatt habe ich allerdings noch keines gefunden. Allerdings, ich habe in den Tiefen des Internets in einem Forum einen Beitrag gesehen, wo es um eine Waschmaschine gegangen ist, und der hat grob die Anschlussbelegung da oben gehabt. Er hat auch ein Schaltbild dran gehängt, allerdings bei dem Schaltbild, soweit ich gesehen habe, hat er einige Fehler drinnen. Das heißt, ich werde da ein neues Schaltbild zeichnen, weil da unten auf der Seite hier wird normalerweise der neutrale angeschlossen, und hier auf F ist es dann der zweite Ausgang vom Triac. Da wird normalerweise der Motor angehängt. Das heißt, es ist eine Motorregelplatte. Hier hat man dann auch noch die Anschlüsse für den Tacho, also 2 und 4, soweit ich noch weiß. Und bei 3
6, 7, 9 und 10, da sind diverse Schaltmöglichkeiten gegeben, wo man wahrscheinlich die Geschwindigkeit ändern kann vom Motor. Und hier, dieses kleine Ding, dieser Anschluss hier, ist ein Relais, also ein Relais, was ich vorher in dieser Art und Weise noch nicht gesehen habe. Es ist im Prinzip eine Elektromagnetspule und drinnen ist ein Ried-Relais, das auf magnetische Felder reagiert. Und der letzte Pin ist halt ist der Versorgungspin für die 230 Volt und ab hier werden dann die verschiedenen Spannungen mit Hilfe von Zener-Dioden gesplittet und stabilisiert. Der SAP 3045 sollte dann mit 12 Volt laufen und der LM393, also LM33, also 339, so geht's. Der hat zwei verschiedene Spannungen, einmal plus 12 Volt und einmal minus 12 Volt und steuert hier dieses Relais an, das was hier auf der Seite ist. Ich nehme jetzt also mal stark an, dass das rein der Motorregler ist, weil hier die Tachowelle angeschlossen wird, das heißt die elektronische Tachowelle von dem Schleudermotor oder Wischwaschmotor, je nachdem welche Geschwindigkeit das da hat. Über den Triac wird er dann phasenmoduliert. Das heißt, wie bei einer Pulsweitenmodulation wird das dann gemacht. Ich habe noch gesehen, eine kleine Snapper-Stufe ist da drinnen. Allerdings, ich hätte es gerne mit einem Trafo getestet, weil ich derzeit keinen Motor herumliegen habe. Allerdings, es fehlen ein paar Komponenten, dass man den als Trafo-Dimmer verwenden könnte, weil sonst hätte ich mir die Sekundärspule dann ausgeborgt, die mir dann das Tachosignal simuliert. Bei anderen Waschmaschinen, Motorreglern ist es wunderbar gegangen, wie den DDA 1085, aber bei den SAP 3045 aufgrund der fehlenden Snapper-Stufe. Bin mir nicht sicher, ob der das schaffen würde. Der LM339 wird wahrscheinlich nur als Intervallumschalter mit dem Relais dienen, der wahrscheinlich die Richtung von den Waschmaschinen ein- und ausschaltet, beziehungsweise den Motor freigibt, sobald er einmal revisieren muss. Das heißt, einmal links revisieren, dann schaltet er den auf Stopp, dann schaltet er das Relais um, das ist nämlich ein Hilfsrelais, dann muss dann irgendwo noch ein Lastrelais sein, schaltet ab die Spule im Motor um, schaltet den wieder frei, moduliert wieder da den Triac, dann revisiert es auf die andere Seite. Und irgendwann, je nachdem, was da ein Programm Schalter dann von sich gibt, oder muss ich auch noch eruieren, was da ist, weil es geht 12 Volt raus oben auf den Anschlüssen und hier sind hochohmige Widerstände jenseits von 2,2 Megaohm und nach Masse 47 Kiloohm. Das kommt mir ein bisschen wenig vor, da ist Steuerspannung. Da werde ich mir wahrscheinlich zuerst mit die 12 Volt spielen und dann wahrscheinlich dann 230 Volt reinjacken. Schauen wir mal, was dann passiert, weil ich habe noch so viele Platinen, aber die sollten ja intern begrenzt sein, weil ich habe gemessen, zu 12 Volt ist immer eine Schutzdiode drinnen, genauso wie gegen Masse. Also die sind ESD geschützt. Ich weiß nämlich nicht einmal, ob dieser IC ein MOS-IC ist. Und ja, mehr kann ich darüber jetzt nicht sagen. Und je nachdem, wie man den halt dann beschaltet, mit dem Umschalter sollte halt die Revisierung deaktiviert werden. Der Motor sollte dann nur in eine Richtung laufen. Ich weiß allerdings nicht, ob das Relais anzieht oder nicht anzieht. Das muss ich dann noch herausfinden und sehen, was dann ist. Und den Motor auf volle Leistung schalten und mit Hilfe der Tachowelle dann punktgenau auf die richtige Geschwindigkeit einstellen. Falls mehr Wäsche drinnen ist, sollte ja die Schleuderdrehzahl ja gleich bleiben und deshalb hat man da die Tachowelle, wenn die zu wenig Spannung abgibt, dann wird so lang die Pulsmodulation Richtung 90 bis 95% geändert, bis halt die Tachospannung wieder passt und die optimale Drehzahl erreicht wird. Sollte das nie passieren, wird da wahrscheinlich auf Maximum regeln, wird aber niemals die Tachospannung drinnen also zusammenbekommen und wird vielleicht eventuell auf Schutz schalten, so viel es viele Motorregler in Waschmaschinen heutzutage machen. Denn eine Waschmaschine kann aufgrund der Drehzahl, weil das haben wir meistens schon Mikrocontroller drinnen als Steuerung, aufgrund der Drehzahl dann feststellen, ob vielleicht ein Übergewicht an der Wäsche drinnen liegt. Das heißt, er wird wahrscheinlich am Anfang langsam schleudern, bis die Wäsche sich anders verteilt hat in der Trommel, beziehungsweise ob vielleicht noch ein bisschen Wasser abgepumpt wird, falls die Wäsche zu feucht sein sollte. Und wenn die Wäsche dann das optimale Gewicht hat und der Motor dann die richtige Tachospannung abbekommt, dann wird die optimale Drehzahl, die Schleuderdrehzahl dann erreichen und freigeben.
Beim Revisieren braucht er nicht viel Kraft, da braucht er eigentlich nur eine gewisse Spannung für links und rechts. Da wird wahrscheinlich auf ca. 20-30% die Pulsmodulation geändert, aber bis 95% BBM-Modulation wird er dann beim Schleudern bekommen. 100% wird er wahrscheinlich nicht zusammenbringen, denn die Waschmaschine muss beim Schleudern oder beim Revisieren zuerst mal langsam angesteuert werden, dass sie zu Unwucht neigt und vielleicht die Waschmaschine dann zum Tanzen anfängt oder eventuell durch die Fliehkraft der Trommel beim richtigen Anstarten vielleicht diverse Schläuche oder Plastikteile abbricht, die für die Wasserversorgung bzw. die Pumpe, also fürs Abpumpen oder auch für den Waschpulverschacht zuständig ist, abreißen könnte. Deshalb musste immer langsam angesteuert werden und stetig dann Richtung 95% der Maximalgeschwindigkeit eingestellt werden. Und das macht alles dieser IC. Deshalb ist der für mich sehr interessant. Am Anfang habe ich nämlich vermutet, aufgrund seiner Bauweise, dass das eventuell ein Klangregler war. Aber falsch gedacht, weil so alte Teile von Waschmaschinen kriegt man heutzutage nicht wirklich. Das ist eigentlich ein Glücksfund. Denn es hätte mich schlimmer treffen können. Es hätte eben ein besagtes Teil aus einer moderneren Waschmaschine sein können, die einen Mikrocontroller besitzt, Masken programmiert, das keine Kennzeichnung mehr hat, kein Schaltbild mehr findet und da Reverse Engineering machen, da muss man schon Ingenieur sein. Ich bin zwar keiner, ich habe das einmal gemacht, aber die Ansteuerung war extrem schwierig. Ich hatte einen Fall, der konnte nur die Steuerung nur einen einzigen Motor ansteuern und einen anderen Motor hatte dann bewusst ignoriert, weil er die Tachospannung eben nicht zusammengebracht hat. Spannungsverdoppelung hat auch nicht funktioniert, extern irgendwas einspeisen auch nicht, die hat nämlich stetig über einem Schandwiderstand auch die Stromaufnahme berechnet und aufgrund dessen mit der Tachospannung das optimale Ergebnis geliefert und weil der Motor halt, glaube ich, zu wenig Leistung gehabt hat als der Originalmotor, hat die Schaltung gestreckt und ich habe dann noch einen anderen Motor einmal gehabt mit mehr Leistung, dann hat es ebenfalls gestreckt, also die wollte unbedingt den einen Motor haben, ich glaube das war eine Bosch-Waschmaschine, wo der da drinnen war, allerdings der Motor war schon so hinüber, der hatte schon abgefahrene Kohlen, die Spulen waren drinnen schon ein bisschen abgeraucht, also der war ja total schadender Motor und habe dann das Projekt mit diesem Ding dann aufgegeben, aber diese Schaltungen hier sind ein bisschen gutmütiger, auch wenn man es nicht mehr so oft bekommt, so viel dazu. Das heißt, Geheimnis gelöst, juhu, Motorregler für Waschmaschinen und ein paar Zähler, die eher in Richtung Nostalgie gehen. So, das war's jetzt mal wieder. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Euer Electronic Fox.